hier von der Hofbaggemann mit dem Herrn von Ron van Steen. Er hofft dich jetzt nicht rein. Und dem Egon von Pack. Hallo. Grüße. Hallo. 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 Wieso schreit er denn da so? Man versteht ihn doch. Jetzt rennt er selber durch sein Feld. Ja. Die ganzen Ehren fallen zu Boden. Ja, wieder weniger Ertrag. Mann. Durch Buckbeamtes bleibt die Feinanteile schön besser kleben, ne? Das weiß ich noch nicht. Mit der ersten Lehren alles. Ich muss sagen, mein Getreide schmeckt super, Racke. Ich hab nur so Stroh. Ne, ein paar Knöllchen waren dabei. Na, bloß ganz wenig. Da ist Müsli. Haben Sie noch die Milch? Ach nee, die habe ich nicht. Ach, dann müssen wir rüber zum Hof. Genau, dann müssen wir bei uns im Kuhstall gucken. Da können Sie auch Milch. Ich hab mal hochgeschalten. Kacke, Mann. Hörst du das? Ja, ja. Ja, jetzt nochmal. Hörst du? Ön. Wie? Ön. Öl haben wir nicht. Ja, kein Öl. Da, das geht so. Ein Öl hat doch jeder. Nee. Nicht ein Öl. Nicht Öl. Hilfe. Wo ist er jetzt schon wieder umfällt? Ja. Ach, da steht er. Freundlich habe ich die Bahn frei gemacht. Ja, finde ich nett. Ja, also, ich so. Ein paar Randale läuft aus hier, wa? Ja, mach ich mit, warten Sie. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Huch, hab ich jetzt gemacht. Oh oh. Aber er hat da Schriften drinne. Bürokiefen. Oh oh. Für ihn ist er weg. Hier. Ja, was geben hier, ne? Groß geben. Obwohl, das Wetter soll ja beständig bleiben, halt. Was, das Wetter? Ja. Das ist gutes Erntewetter ist auf jeden Fall. Ja. Sind kalt oder warum klappern die Zähne? Ich hab's gebissen nachgezogen. Achso. Boah, ist auch noch. Die dritten oder die vierten schön? Die dritten? Nein, halb voll. Also. Man kann's gar nicht abwarten, ne? Nee. Kommen Sie wieder, die Pracke mehr. Jetzt setze ich mich mal hier hin. Ströhl. Der Stroh ist aber daneben. Ach, ja. Genau zwischen den Schwarten. Ich setze mich in Strom. Ja, nicht schlimm. Habt ihr jetzt? Genau. Ja, die Klappe. Hallo, Herr Parkermann. Hallo. Hallo. Was rufen Sie denn? Ich höre die Hupe doch nicht mal. Ich hab sie gehört. Was ist denn? Ja, ich wollte mal erschrecken. Ach so, hat nicht funktioniert. Ah, Mist. Aber ich hätte mal einen Anhänger wohl jetzt. Brauchst du nicht. Hä? Ja? Glaube ich nicht. Aber die kriegen ja jetzt schon gleich zwei, wa? Doch, wenn der Hänger voll ist, dann bin ich weg hier. Ich fang sie bloß so einmal ab und dann bin ich weg. Gott. Dann schauen wir mal, was übrig bleibt. Ja, ich denke mal nicht viel. Wie viel haben sie drin? 67, 68%, also gleich 6000 Liter.
Also wenn sie da vorne sind, dann füllen sie über, dann bin ich weg. Ja, aber wie gesagt, wenn sie den Weizen brauchen, dann sagen sie Bescheid. Ja. Wie gesagt, ich konnte ja nicht wissen, dass sie so einen Kleinhänger hatten. Ja, ich meine, ich hätte auch die Größe nehmen können, aber ich wollte, wie gesagt, auch nicht unverschämt sein. Ne? Das hätte eh nichts gebracht. Jetzt glaube ich, naja, kommt da bleibt noch ein bisschen was übrig. Ja, ist schon was. Ja. Die drei Ställe reinhauen, dann ist gut und dann sind ja. Die Hühnchen glücklich. Das ist glaube ich auch Teil, ne? So. Wunderbar. So, flutscht das rein, jo. Ja, schön. Wenn alles klappt, passt das. Ah. Gut, ja, müssen jetzt so irgendwie um die 14 Kubik sein. So circa. Ja, 14.100. Boah, fast los. Ja, super. So, wie komme ich denn da wieder raus? Ja, einfach Straße folgen. Hat sich jetzt bewegt. Warum denn nur? Weiß ich nicht, der ist auf die Straße gesprungen. Von alleine, ne? Ja. Hast du nicht gesehen? Nein. Muss da auch was machen jetzt mal. Na, ich guck mal, ob hinten noch was verbogen ist oder ob alles gerade noch ist. Dann kann der Herr Verstegen schon einfach durchfahren jetzt. Straße gesperrt. Hör mal, da kommt ja nicht mehr nach Hause. Brauch gar nicht, hier vorne kann er gleich auf die Straße. Ah ja, aber du weißt ja, ein paar Zentimeter Bewiese. Er verfährt sich immer dreimal. Geht das immer mehr auf dem Hof? Was wollte der Packer Mann? Echt? Haben sie nicht hoch? Ist ja gleich hier oben. Glaubst du das nicht? Ball vom Wickeltisch ohne Fallschirm, ob er sich auffüllt hier hinten. Glaubst du das? Ich meine, aber ich wundere, dass wir den Hof schon gefunden haben, ne? Ja, kenn ich mich schon schön aus hier. Ich werde uns vielleicht aufs Traubenfahren gefahren heute. Nö. Gehen wir mal hier die Hühnchen was rein. Auf in den Kampf. Wie viel Milch haben wir schon? Also viel. Die Kühe wollen noch nicht so, glaube ich. Mal gucken. Wieso wolltest du das verkaufen? Oder jedenfalls stehen für Müsli? Nein. Hab mal wieder so Appetit auf frischen Käse. Brauch noch ein bisschen. Anders als nicht da. Okay, dann wirklich. Das geht. Gut Ding braucht bei. Braucht Ausdauer, ne? Jo. Dafür ist es schöner Bio-Käse. Ja. Das kann man auch gut vermarkten. Ich denke doch. Du meinst das eigentlich ein altes Strebergarten hier? Natürlich. Echt? Mal gucken. Das muss ich mal irgendwann mal angucken. Kann man bestimmt auch was drauf machen. Muss mal vorbeischauen. Boah, kriegen wir das irgendwann hin. Bloß mal rechts über die Mauer schauen. Na gut, jetzt links. Nein, jetzt warte. Ich muss ja Stroh. Ich muss das wahre Gold bekommen. Bezahlen. Weil es Geld, ne? Und Geld lässt man nicht liegen, hab ich mal gelernt. Jo. Ja, aber eher über den Winter kommt mit seinem Vorrat. Mal gucken. Sehen wir in den nächsten Folgen, ne? Ja. Also, muss ich gefallen, ne? Lass doch ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, ob das reicht, was er an Stroh hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.